Hörte die Uhr ticken? Es ist 22.15 Uhr und die Uhr tickt, die tickt. Ja, ist mir gerade letzte Woche gar nicht so aufgefallen, dass das hier so tickt an der Nordsee. Die Uhr, ich habe ganz krauses Haar von, obwohl ich die gerade geföhnt habe. Ich sag euch, da gehst du einmal raus, guck mal, wie das aussieht. Und ganz rote Ohren habe ich. Guten Abend, es ist 22.15 Uhr, Ulig stilles Örtchen ist am Start. Jetzt warten wir mal, bis ein paar da sind. Guten Abend, hallo. Kiki! 81, ich grüße dich, wie schön, dass du dabei bist, wie schön. Ich bin mir gerade, seht ihr, was ich für rote Ohren habe? Ist doch der Wahnsinn, oder? Ist doch der Wahnsinn. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich natürlich den Lippenstift noch übermalt habe. Egal, völlig wurscht, sehr wurscht. Ein hoher Besuch ist heute da. Es ist ja sozusagen mit Ingo Zamperoni oder Klaus Kleber gehe ich ja gerne schlafen. Also schlafen im Sinne von, weil ihr wisst ja, manchmal bin ich ja abends und wenn der Karl nicht da ist, dann mache ich ja nochmal so die Nachrichten an. Und das sind ja so Menschen, mit denen man so vertraut ist, obwohl man sie ja eigentlich überhaupt nicht kennt, oder? Das finde ich ganz spannend. So, jetzt machen wir mal, fangen wir an. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulig. Guten Abend, wie schön, dass ihr da... Scheiße, ich hab so rote Ohren. Wahnsinn, herzlich willkommen zu Ulig Stimmwörtchen, wo wir endlich mal in Ruhe reden können. Und den Lippenstift habe ich auch noch am Finger, den wollte ich mir vorhin so abwischen mit dem Daumen. Man wischt ja auch Lippenstift gar nicht mit dem Daumen ab. Ja, also herzliche Grüße von der Nordsee. Ihr seht, ich bin noch an der Nordsee. Ich bin sozusagen in einem Gästeklo anwesend, in einem gästestillen Örtchen. Ich hoffe, die Verbindung bleibt stehen, das hoffe ich auch. Aber hier soll angeblich eine hohe Internetleitung sein. Danach habe ich natürlich gesucht, sonst wäre ich natürlich hier nicht hingefahren. Als allererstes möchte ich mich total bedanken bei und Gretel Kosmetik, bei Dermalogica und bei Hakle, dass ihr mich so toll unterstützt. Das ist wunderbar. Und heute hatte ich ein Erlebnis mit Hakle hier auf der Insel. Ich bin nämlich in den hiesigen, Drogeriemarkt gegangen und wollte mir neues Toilettenpapier besorgen. Und die hatten keine Hakle da. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Geschäft, wo ich war, erlebt, dass es keinen Hakle gibt. Dermalogica gibt es ja auch nicht, aber das habe ich mit. So, und Gretel habe ich auch dabei. Also da war ich versorgt, aber mit Hakle, das hat mich doch schwer aus der Bahn geworfen. Und dann stand ich völlig lost, wenn man immer so das Gleiche gibt vor den gleichen Sachen. Also vielen, vielen Dank euch, dass ihr mich so toll unterstützt, dass es dieses stille Örtchen geben darf. Und dann, ihr Lieben, Schreck o Graus, ich glaube, wir haben übersehen, schreibt das mal bitte, ich glaube, wir hatten letzte Woche die 100. Sendung. Stimmt das? Wie ich das dann gespeichert hat, habe ich gesehen, dass es 100 war. Ich dachte, oh Gott, kann das sein, dass ich die 100. Sendung verpasst habe? Das wäre eine Dramatik sozusagen. Ja, dann möchte ich das heute mit euch feiern, mit einem Glas Apfelschorle. Herr Karl ist noch nicht da, kommt aber dann hoffentlich bald und dann kriege ich hoffentlich wieder was zu trinken. Und dann brechen wir die Zelte hier ab und fahren. Ja, die Geschäfte haben hier jeden Tag auf. Das finde ich ja toll, muss ich euch sagen. Also das finde ich an so einer Insel wirklich toll. Also ich muss es nicht bis 24 Uhr haben, aber dass du am Sonntag in ein Geschäft gehen kannst, und ich shoppe ja so gerne, dass du da reingehen kannst und deine Hygieneartikel besorgen kannst oder dein Essen besorgen kannst. Vorhin habe ich noch gedacht, Mensch, ich brauche noch ein paar Chips für den Abend. Und dann habe ich das besorgt. Ja, Entrennen. Wir haben keine einzige Ente hat von uns das Ziel erreicht, sozusagen. Und es war so ein bisschen, also gut, es waren ja irgendwie 2000 Enten, ne, die da so runterfahren, so ein Kanal. Und das steht aber gar nicht, also du hast nicht die Zahl auf der Ente drauf, sondern die Zahl ist unter der Ente. Und es gibt 10 Läufe und die kommen immer, wer ins Ziel kommt, 15 von denen, 200 Enten, die reingeworfen werden, die werden rausgenommen und das waren 10 Läufe und immer wieder werden 15 rausgenommen und nachher gibt es den Finallauf. Aber es wäre natürlich für die Kinder spannender gewesen, wenn du deine Nummer, ob man die Nummer dann entdeckt hätte, sei dahingestellt, ne, bei so vielen Enten, dass du sagst, ah, aber dann sagst du, ach, guck mal, die Ente kommt ins Ziel. Das war leider nicht der Fall. Ja, dann sind wir von dem Entenrennen, dann habe ich die Großen dagelassen, dass die unsere großartigen Preise, wie den Strandkorb, wie man den nach München transportiert hätte, wurscht nach Hause bringen, habe ich die dagelassen, habe gesagt, wir gewinnen bestimmt den Strandkorb und wir gehen dann schon mal Pony führen. Dann haben wir so 2 Ponys gehabt
Dann sagte die, nicht essen lassen, das Pony, und nicht im Trab, nicht im Trab. Die habe ich ja kaum in den Schritt gekriegt. Die wollten auch gar nicht vom Hof. Und dann wollten die immer da. Dann haben die uns einen Weg gesagt, wo wir lang gehen sollen. Das war natürlich ganz unklug, weil natürlich die Ponys genau wussten, an der Stelle ist eine halbe Stunde vorbei, und haben gestanden und haben sich nicht mehr fortbewegt, die Ponys. Und meine Töchter wollen natürlich unbedingt Pony reiten. Und somit führt man dann Ponys, und Entenrennen hat auch nicht geklappt. Ihr seht, ich habe Probleme auf der Insel. Ja, heute Abend kommt hoher Besuch, wie ich finde. Es ist Ingo Zamperoni. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe ihn kennenlernen dürfen bei 5 gegen Jauch. Da habe ich mir gleich geschnappt und habe gesagt, könntest du dir denn vorstellen, auf Stille Örtchen zu kommen? Erst habe ich ihn natürlich gesiezt. Ne? Dann hat er mir das Du angeboten. Und dann hat er gesagt, warum nicht? Das ist doch super. Und jetzt habe ich aber so Muffensausen mit meiner Entscheidung gekriegt, dass er kommt. Weil ich gedacht habe, oh Gott. So, wir werden nicht politisch reden, das kann ich nämlich gar nicht, und finde es aber ganz, ganz toll, weil eigentlich ist ja jetzt genau seine Zeit. Eigentlich moderiert er natürlich jetzt die Tagesthemen, die ja jetzt eigentlich parallel beginnen, aber heute ist er bei mir und nicht bei den Tagesthemen, und ich bin ganz stolz. Ingo, bist du da? Kriegst du das hin? Das wäre ganz toll, wenn du das hinkriegst, meine Anfrage anzunehmen. Ja. Das, hat schon, das ist ja fast schon das eine Wunder, ja? Guten Abend, Ingo Zamperoni. Ich bin ja fassungslos. Entschuldige, ich muss mich erst mal beruhigen. Buonasera. Buonasera. Würdest du mich einmal bitte begrüßen, wie du das im Fernsehen machst, nur für mich? Hier ist das erste deutsche Fernsehen sozusagen. Ja. Buonasera, Signorina Elena. Ja, buonasera. Kannst du eigentlich italienisch kochen? Oh, kochen. Also ich habe so ein paar Grundsoßenrezepte von meiner deutschen Mutter allerdings, die bessere italienische Köchin ist als meine Nonna fast schon, die auch sehr viel mitgenommen hat, gelernt. Eine Pizza kriege ich ganz gut hin, aber... Selber? Den Teig? Auch mal gemacht, aber mittlerweile ist das ja, muss ich gestehen, so einfach. Du hängst. Du hängst, ich dreh durch. Wieso hängst du? Ingo, du hängst. Und dann ist es super. Jetzt bist du kurz eingefroren. Ah, du bist eingefroren gewesen. Sind denn bei dir zu Hause alle aus dem Internet raus? Müssten sie, ja. Sind alle im Bett zumindest. Habe ich keine Geräusche mehr gehört. Und die Handys dürfen sowieso nicht ins Obergeschoss, von daher. Ah, nimmst du die auch immer ab? Ja, also zumindest ist das noch. Noch halten sie sich an die Regel. Ich habe hier so einen Alarm mit diesen Regeln. Ich habe die erste Woche verboten, ne, habe die Handys genommen und habe sie nur 5 Minuten am Tag gegeben. Gestern, Fehler, habe ich das aufgelöst. Jetzt suchst du sie sozusagen immer, die Großen, weil sie irgendwo versteckt liegen. Die sind ja in der Liegephase. Kennst du? Bist du dann schon in der Liegephase wieder? Nee, alles wird, alle liegen ständig. Ja, der kommt rein und legt sich hin. Das ist so verrückt. Das ist wirklich, ich glaube, man hört ja immer, ich denke immer, das kann doch nicht sein. Ich sage auch nur die gleichen Sätze wie, könntest du bitte nur die Unterhose vom Boden aufheben, wenn du rausgestiegen bist? Die stehen, machen auch im Stehen, ziehen die aus mit den Füßen, also nicht mit den Händen. Ja, oder Schnürsenkel werden sowieso nicht mehr bedient. Die sind einmal geschnürt zu Beginn des Schuljahres und danach... Sind sie offen? Und man sagt, immerhin zu. Bei dir zu? Bei mir sind sie offen. Und dann treten sie hinten auf die Schuhe drauf, wenn sie rein... So lange, bis der Fuß wächst. Das beruhigt mich ja, dass es dir so ähnlich geht. Du, es geht mir, und es ist wirklich, es sind nur die gleichen Sätze, die du sagst. Kannst du nur vom Tisch aufstehen und deinen Teller mitnehmen? Und man könnte ihn auch in die Spülmaschine einräumen und nicht auf den Herd stellen? Ja? 13-Jährige. Meiner ist 13. Mhm. Ja, hier auch, also von daher. Es ist gut, und dann. Tu das Handy weg. Ich mache ja gar nichts mit dem Handy. Ich sage, dann guck doch Fernsehen zumindest. Ich schreibe ja nur mit meinen Freunden. Ich weiß gar nicht. Es ist. Du bist doch auch mit deinem Handy, Mama. Ich sage, ich arbeite mit meinem Handy. Das verstehen die aber nicht. Ja, wir arbeiten ja gerade hier mit dem Handy. Wir arbeiten. Hast du das schon mal gemacht? Nee, vom stillen Örtchen? Oder was? Nein. Ich meine, mit dem Handy gearbeitet so. Ja, teilweise. Also ich habe zum Beispiel, als ich als Korrespondent in Washington über die Ausschreitungen in Ferguson und in Baltimore berichtet habe,
ja, mein Kameramann irgendwo war, habe ich teilweise dann mit meinem Handy Sequenzen aufgezeichnet, das rausgehauen. Manches haben wir sogar mal benutzt für einen Beitrag und auf bestimmten Plattformen, eben auf Twitter oder so, einfach so Kurzberichte abgesendet, so Social Media. Aber du hast nicht per Handy live geschaltet sozusagen? Die Möglichkeit hatten wir vorbereitet. Es gab in der Tagesschau-App für Reporter die Möglichkeit, quasi auf Rot auf den Knopf zu drücken und dann wäre das direkt in Hamburg bei AD Aktuell aufgelaufen. Das hat dann nur nie sich ergeben, das mal zu nutzen. Und ich glaube, mittlerweile hat man andere Sachen probiert und so. Also es wäre möglich, aber ich habe es in dem Sinne, glaube ich, noch nicht. Wir haben aber ganz häufig, zum Beispiel neulich hatten wir eine Schalte bei den Waldbränden zu Natalie Amiri in Griechenland. Und da ist kurz vor der Sendung, also ich glaube, der Beitrag lief schon danach, wollte eine kurze Schalte machen. Und da ist ihr der Satellit oder irgendwas ist ihr weggerauscht. Und da hat sie im letzten Augenblick schnell das Handy gegriffen und hat es quasi per Handy die Live-Schalte in die Sendung gemacht. Dann war das nicht so ganz perfekt, es war ein bisschen grisselig, aber das verzeihen Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, auch. Und das ist schon irre, was da möglich ist mittlerweile. Wahnsinn, oder? Ja, und hinter ihr brannte der Hügel und der Wald. Gott. Das war schon echt stark. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr, ne? Dass du natürlich jetzt, wie du auch sagst, bist bei den Ausschreitungen dabei, warst du mittendrin oder was in Washington? Ja, also ich habe da zum ersten Mal kapiert, warum Tränengas heißt, weil wenn die Polizei das schießt, dann hat man da nicht mehr viel Chance, wenn man da so eine Schwade einatmet, dann läuft einfach hier alles runter und dann hat mir nur so ein bisschen von abgekriegt und ich hatte einen sehr guten Kameramann, der viel schon in Bürgerkriegen in Afrika unterwegs war und er sagte, hier stell dich mal, wenn hier die anfangen zu rennen, stellst du dich hinter einen Laternenpfahl. Also machst dich so schmal und stellst dich in einen Laternenpfahl, denn selbst wenn du überrannt wirst, da ist wie so eine Art Wellenbrecher, da bist du sicher. Und das war schon spannend, also in dem Sinne, aber es war jetzt auch, ja klar, da sind auch Schusswaffen unterwegs, aber es war natürlich nichts im Vergleich zu manchen Kriegsgebieten, die Reporter und so begleiten. Dass sich Reporter und Journalisten und Journalistinnen, dass die sich wirklich trauen dahin, da ist eine Hochachtung, ne? Also das finde ich. Absolut. Es ist immer schwierig und in der Konfusion, im Nebel des Krieges, in the fog of war, wie die immer sagen, die Amerikaner, ist es auch schwer, den Durchblick zu haben. Aber wir sehen ja, was in Gebieten wie in Syrien passiert beispielsweise, wo niemand mehr richtig reinkommt. Und jetzt auch mit Afghanistan. Bis jetzt haben wir keine Möglichkeiten, irgendwie verifizierte Berichte zu kriegen, weil die wenigsten sich jetzt trauen, da was zu machen zurzeit. Wenn sie nicht eh schon fliehen konnten. Und dann ist es schwierig. Da muss man sich, kann man sich nicht darauf verlassen, was berichtet wird und muss das dann kennzeichnen, das ist jetzt Material von der Regierung und so, überhaupt etwas zu haben. Aber für jeden, der das macht und das ist nicht ungefährlich, ist das wirklich auch meine Hochachtung, mein Respekt. Ja, finde ich auch. Also das, Ingo, pass auf. Es gibt Fragen. Also, ernsthaft? Ja, du wolltest doch gar von nicht. Den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und da möchte ich dir welche von stellen. Hier kam gerade eine absurde Frage, die möchte ich auch gerne von dir beantworten. Was machst du in deine Haare? Meine Haare? Hast du da irgendwas reingemacht, dass die so gut liegen? Da kam gerade die Frage, was tust du in deine Haare? Gar nichts, glaube ich, oder? Wie sagte Otto, sagte doch mal, ne? Nur Wasser und Quark. Ich glaube, die sind einfach ein bisschen kürzer, deswegen liegen sie gerade so. Aber die sind super, die liegen ja perfekt. Frisch gewaschen. Ich habe extra perfekt. Vor unserer Veranstaltung hier. Warte, hast du dich noch hübsch gemacht sozusagen? Ja, extra nur für dich, Elena. Ja, du kommst mit Hut. Nur für mich und 2000 Leute. Das ist für mich so ungewohnt, weil tatsächlich muss ich gestehen, ich gehe ja mit dir schlafen manchmal. Also, weil ich bin ja so ein Schisser und wenn ich sozusagen irgendwo manchmal alleine bin, auch in Hotels, ja, weil ich drehe, dann brauche ich Live-Fernsehen. Dann geht für mich keine Sendung, die aufgezeichnet ist. Und dann bist du oder Klaus Kleber oder Karin Miloska, dann gehe ich mit euch. Sozusagen, dann weiß ich, du bist da, ich bin da, alles wird gut. Das ist so bescheuert, aber es ist so, weil es so. Ja, na klar, ist. Das ist ja auch Teil der Verantwortung, die wir in diesem Job haben. Ne? Wir sind bei euch, bei Ihnen, wer auch immer jetzt zuschaut, nicht nur auf dem Handy, sondern dann eben auch zu Gast im Wohnzimmer oder wo auch immer die Fernseher stehen oder mit dem iPad kann man ja auch streamen und so. Und das ist schon klar. Also insofern müssen dann auch die Haare gut liegen. Ja, natürlich. Pass auf. Hier kommt eine schöne Frage. Wie bist du Tagesschausprecher geworden?
Naja, ich bin ja gar nicht Tagesschausprecher geworden. Ich bin ja Tagesthemen-Moderator. Aber, was das Höhere ist eigentlich, oder? Nein. Das würde ich, das würde ich so nicht sagen. Es ist nur ein anderer Job in dem Sinne. Also die Tagesschau. Ja, die Tagesschau ist, es gab mal Hajo, ne Quatsch, nicht Hajo, sondern Wolf von Nojewski, der bevor zum ZDF gegangen ist, auch mal die Tagesthemen in den frühen 80ern moderiert hat. Und der sagte immer mal, Tagesthemen oder Heute-Journal unterscheidet sich zur Schau oder zur Heute eben so, dass die Tagesschau sagt, Minister wirft Handtuch und die Tagesthemen sagen, wohin. Das ist so ein bisschen grob die Richtung, dass die Tagesschau mehr noch diese klassische Was-ist-passiert Aspekte betrachtet und die Tagesthemen eher so dahinter die Analysen und der Zusammenhang dahinter, die Auswirkungen. Ist ja auch später. Ne? Ist später. Ne? Genau. Wo man, wenn man das will, guckt man. Genau, aber die Tagesschau hat halt das Prinzip, dass der Sprecher getrennt ist von den Redakteuren, dass man quasi, es gibt diesen Spruch im Englischen, don't kill the messenger, ne? Also in dem Fall ist der Messenger, der das berichtet, eben getrennt in gewisser Weise. Und bei den Tagesthemen ist es so, dass es ein Magazin ist. Das ist ein bisschen weniger straight, sondern auch ein bisschen personalisierter. Also wo vielleicht eine gewisse, na nicht Färbung, aber so ein bisschen eine Art, wie ich spreche, wie ich gucke, ein bisschen auch einfließen soll. Deswegen rotiert es nicht durch, sondern es sind in der Regel zwei Moderatoren, Karim Joska und ich und demnächst noch Aline Abud als unsere Vertretung. Und das ist dann eben so, dass das Ganze dann noch ein bisschen mehr unsere Handschrift trägt, weil wir die Moderation dann schreiben und so ein bisschen das reinbringen, dass man eben auch ein bisschen mit Mimik und Gestik arbeiten kann, artikulieren kann. Und ihr dürft ja, was ich ja nie vergessen werde, ich bin ja so ein großer Fan gewesen, auch von dem Film Club der Toten Dichter und wie der Robin Williams, ist die Miloska ja wirklich auf den Tisch gestiegen. Das ist ja für mich das Bild, oh Captain, mein Captain, ne, andere Sichtweise. Und das Lustige ist, den Beitrag, den sie anmoderiert hat, zum Tod von Robin Williams, da war ich nämlich Korrespondent in Washington, den habe ich gemacht. Nein! Da schloss sich dann der Kreis. Ja, das war sehr lustig. Da war ich quasi, durfte ich dann den Beitrag machen, den sie so anmoderiert hat. Ja, das war großartig. Ja, absolut. Das sind so die Momente, die wir bei den Tagesthemen aber eben machen können, wo man so ein bisschen nicht täglich oder nicht als Gimmick oder Schnickschnack, sondern so ein bisschen diese, ich nenne das immer die Hallo-Wach-Momente. Also wo ein Zuschauer denkt, was macht die da? Was passiert denn da jetzt? Genau. Spät, 21:45, das ist ja jetzt genau meine Sendezeit eigentlich, in der wir hier gerade gemacht. Du bist total wach auch. Im Gegensatz, das ist die Zeit eigentlich. Und das ist eben, dass sowas auch mal möglich ist. Oder dass wir neulich vor ein paar Wochen, Monaten die Ärzte im Studio hatten, um die Eingangsmelodie der Tagesthemen zu spielen. Ne, das ist etwas, was die Tagesschau so, obwohl die Tagesschau auch immer noch hintergründiger wird, die machen ja auch viel mehr als früher Beiträge, die was erklären, so Moment mal, hier Bürgerkriegsland XY. Ja, aber sie haben nicht so viel Zeit, ne? Es sind 15 Minuten. Es ist eine Viertelstunde. Aber wieso bist du, da müssen wir zurück, wie bist du zu den Tagesthemen gekommen? Ich wollte Journalist werden, schon. Ich habe schon für die Schülerzeitung geschrieben, in meinem Gymnasium, die Mülltonne in Wiesbaden. Sie ist die Mülltonne, oder was? Ich war mal im Goldenen Hof. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, sagt Hotel in Wiesbaden, kennst du das? Das erste Hotel früher am Platze, der Hahn oder so? Nee, die Ente. Das war das Restaurant in Nassau. Nee, das Hotel. Ich muss gestehen, ich habe in Wiesbaden nie im Hotel gewohnt. Nicht im Hotel gewohnt, ja. Okay, also du hast die Mülltonne gemacht und dann? Hab die Mülltonne gemacht und habe für die Tonne geschrieben und dann habe ich im Laufe meines Studiums, ich habe dann immer wieder Praktika gemacht. Ich habe beim ZDF hospitiert und bei Hitradio FFH und habe meinen Klinikfunk, meinen Zivildienst in einem Krankenhausradio gemacht, in der städtischen Klinik in Wiesbaden und so. Und irgendwann habe ich eben Leute gefragt, wie seid ihr denn Journalisten geworden und andere Journalisten und unter anderem auch Wolf von Nojewski, denn viele ZDF-Kollegen leben ja auch in Wiesbaden. Und dann hieß es immer, naja, der beste Weg in gewisser Weise ist ein Volontariat, weil du dann eine Art Ausbildung bekommst und den Fuß in ein Medienhaus bekommst. Und ich habe mich dann beworben nach dem Studium und habe dann beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg, das Volontariat gemacht, 2000, also vor mehr als 20 Jahren. Und mein erster, da hat man verschiedene Stationen und man macht mal auch in Landesstudios, ich war in Schwerin, ich war in Oldenburg, ich war in Hannover und auch bei NDR Info, beim Radio und unter anderem war der erste Tag in der sogenannten Tagesschau-Zulieferredaktion. Das ist die Redaktion beim NDR in Hamburg, die für die Tagesschau, für die Tagesthemen
die Berichte macht aus Hamburg und auch die Brennpunkte im ersten. Mhm. Heute ist der Zuschnitt ein bisschen anders, aber vor 20 Jahren war das so. Mein erster Tag als Volontär in dieser Station war der 11. September 2001. Und ja, was da passiert ist und was danach passierte, das wissen wir alle. Und da war ich 3 Wochen quasi nonstop im Sender und habe da gearbeitet. Und dann sagte der Leiter der Redaktion danach hier, das hast du echt klasse gemacht. Wir hätten, können uns gut vorstellen, dass du nach dem Volontär... Und jetzt hängst du. Du hängst. Oh nein. Ingo? Da ist doch jemand in deinem Internet. Da ist jemand in deinem Internet. Warte mal. Oh nein. Jetzt hänge ich wahrscheinlich. So. Du hängst, du bist gehangen. Da ist doch jemand im Internet. Also, weiter. Ich gehe gleich nochmal hoch. Also nochmal, was war das Letzte, was du mitgekriegt hast? Du hast 3 Wochen, hast du, dann hat er gesagt, du machst das sehr gut und dann? Genau. Und dann habe ich dann eben für diese Redaktion viele Beiträge gemacht, für die Tagesschau, für die Tagesthemen und auch Schalten, Live-Schalten und habe gemerkt, das vor der Kamera macht mir Spaß. Also ich habe da Lust drauf und finde das klasse und Sendungen und habe dann immer mehr auch vor der Kamera machen können und dann ergibt sich da oft immer eins zum anderen und habe dann erst einen regelmäßigen vor der Kamera Job als Moderator bei Hallo Niedersachsen bekommen im Regionalen und habe dann irgendwann das Casting mitgemacht fürs Nachtmagazin und dann war ich für die letzte Sendung des Tages bei ARD aktuell sozusagen und das habe ich dann bekommen, da den Gig, und dann habe ich 2007 angefangen, das Nachtmagazin zu moderieren und 2012 hat dann der Chefredakteur gesagt, wir brauchen eine Vertretung, Urlaubs- und Krankheitsvertretung für die Tagesthemen, für Tom Buro damals und Karin Joska, kannst du dir das vorstellen? Und dann, hast du sofort Ja gesagt? Ja. Also wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht mit kokettieren. Das war jetzt nicht immer das Ziel, eines Tages will ich da mal landen. Aber klar, das ist so eine einmalige Chance und Gelegenheit und das ist natürlich absolute Ritterschlag. Oder ein, ja, das ist so das Ding. Ja. Also finde ich, was kommt, also... Ja. Das ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Aber es ist natürlich auch toll, weil es alle Fäden im ARD-Korrespondentennetzwerk, sowohl in Deutschland, das Nationale ist ja unheimlich weit verzweigt mit Korrespondenten von Greifswald bis Freiburg und das Internationale, das Korrespondentennetzwerk von Washington bis Tokio ja auch. Und das läuft alles zusammen bei ARD aktuell. Und da eben mit drin zu sitzen, obwohl ich auch natürlich das Draußensein auch mal vermisse und als Reporter unterwegs sein, aber das ist unheimlich spannend und macht großen Spaß. Aber du kriegst ja alles, es läuft ja bei dir alles. Also du kriegst ja all das mit. Naja, wir sind halt die Zentrale, wenn man so will. Da läuft alles auf und es gilt das absolute eherne Gesetz, Aktualität schlägt Planung. Also wenn eine Minute von der Sendung irgendetwas passiert, was alles über den Haufen wirft, was wir uns den ganzen Tag überlegt haben, dann versuchen wir das noch reinzukriegen, wenn wir das schaffen und versuchen da irgendwie was noch möglich zu machen und zu melden. Und das ist auch das Spannende, weil jeder Tag neu und anders ist. Aber hat dir denn was geholfen, dass du bist ja fast muttersprachlich Englisch, beziehungsweise du kannst es wahnsinnig gut. Ne? Naja, ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet und dadurch habe ich sehr viel... Man lernt die Sprache immer durchs Bett am besten. Entschuldige, hat meine Oma schon gesagt. Ja? Welche Sprachen hat die denn gelernt? Nein, das gar keine, aber sie war Ärztin und hat gesagt, eine Sprache lernst du nur durchs Bett. Das fand ich super. Aber ich muss deiner Oma tatsächlich recht geben. Also, das ist ja so, dass, also das natürlich nicht im Bett, sondern einfach, weil man natürlich dann sich verständigen möchte, nochmal anders. Ne? Ja, menschlich. Ja, klar. Und absolut. Aber ich habe in der Tat auch vorher schon in meinem Faible auch gehabt für Englisch. Also ich habe auch in der Schule, in der 10. Klasse ein Semester in England verbracht und habe da sehr viel... Meine Mutter ist Englischlehrerin gewesen, insofern... Aber kann deine Frau auch Deutsch gut? Sehr gut, ja. Ja. Aber trotzdem ist Englisch weiterhin unsere... Ihr sprecht nicht Englisch zu Hause. Ah, jetzt häng ich wieder. Du hängst. Ja, du sprichst aber nicht Englisch zu Hause. Doch. Es ist so die, also ach, wir reden so ein Mischmasch. Ich habe ja auch noch lange Zeit mit meinen Kindern oder versuche nach wie vor mit Italienisch mit denen zu reden und mache das immer noch. Die verstehen auch sehr viel Italienisch, aber früher war das so, dass ich Italienisch geredet habe, meine Frau Englisch und die haben auf Deutsch geantwortet. Das war so ein Mischmasch und mittlerweile hat sich das auch so verwoben. Eigentlich sollte man es mehr trennen, aber
Das ist manchmal ich kenne so, kenn so ein Lied, ich kriege es natürlich überhaupt nicht hin. Kennst du das? Batti Banini Babini Baba oder sowas. Ja, das ist ja. So, ein Kinderlied, ne? Ja. Sene va. Es ist ein Mann, Leno, Joni. Boni. Irgendwie so. Und wie geht nochmal das Geburtstagslied? Tantia Guriate. Ja, Tanta Guriate. Das singen wir auch immer. Ja, genau. Da. An dieser Stelle möchte ich Sarah und Elena sehr danken. Die singen das nämlich immer. Zwei Italienerinnen an meiner Seite. Und sehr Sarah gut. Ganz eng, sozusagen. Ah, super. Ja. Das ist ganz toll. Grazie mille. Ja, die guckt auch zu heute Abend. Sehr gut. Das heißt, du kannst Italienisch auch fließend. Ja, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch gemerkt, in der Corona-Pandemie, wenn ich mit meinem Onkel in Veneto, in der Nähe von Venedig, oder meinen Cousinen telefoniere, das sind so manche Begriffe, die dann im Alltag, die wir ja hier auch erst gelernt haben im Deutschen, ne? Was ist denn ein Inzidenzwert, ja, auf Italienisch? Ja, also es gibt natürlich so Fachbegriffe, Ausdrücke, die man nur drauf hat, wenn man auch im Land lebt und Entwicklung mitbekommt. Aber grundsätzlich, rede ich mit meinem Vater hauptsächlich Italienisch. Wir waren jetzt auch im Sommer wieder in Italien und haben alte Freunde, mit denen ich früher als Kind am Strand gespielt habe, besucht. Und Nord- oder Süditalien? Norditalien. Also mein Vater ist am Lago Maggiore aufgewachsen und meine Familie, mein Großvater kommt aus Padua und mein Onkel lebt in der Nähe von Venedig. Also Veneto. Veneto ist so die Kernzelle. Asolo ist so quasi, da kommt die Zapfen. Das ist in der Nähe von Bassano del Grappa, also in diesem Dreieck Venedig, Padua und Bassano. Da so. In den, vor allem gutes Essen. Ja, zwischen den Prosecco-Hügeln. Aber könntest du dir vorstellen, nach Italien oder nach Amerika zu gehen? Naja, in Amerika waren wir ja. Italien in der Tat, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da kann ich mir gut vorstellen, mal als der Korrespondent. Da müsste ich nur zum Bayerischen Rundfunk wechseln. Da ist die ARD ja so ein bisschen aufgeteilt. Nee, aber du gehst nicht weg von der Tagesthemen. Nein, Schluss. Ich brauche dich am Abend, entschuldige bitte. Ja, sie ist kein Wunschkonzert. Ne? Wenn man die Tagesthemen macht, kann man nicht nach Italien einfach auswandern. So. Ja, mein Vater ist am Lago Maggiore aufgewachsen und da war ich als Kind sehr viel. Und das war so auch ein sehr, weil es so halb in der Schweiz liegt und auch meine Großeltern, meine Deutschen, so habe ich meine Eltern ja kennengelernt, weil meine deutschen Großeltern da immer in Urlaub hingefahren sind. Und, Nein, so richtig klassisch, oder was? Ich sage mal, wie in so einem Peter-Alexander-Heimatfilm. Wie, und dein Vater ist Italiener? Ja. Und der hat deine Mutter aufgerissen am Gardasee? Am Lago Maggiore. Beim Tanz am See. Irgendwann. Ende beim Tanz am See? Mhm, ja. Oh, und dann ist ganz er ganz Klischee. Und dann ist er hinterher gefahren. Ja. Und dann ist er aber mitgekommen. Er ist ja mit nach Deutschland gekommen. Ja. Er ist dann nach Deutschland und hat dann, wobei der nach wie vor auch jetzt nach mehr als 40 Jahren, fast 50 Jahren in Deutschland, immer noch so einen gewissen Akzente. Natürlich, entschuldige, es ist aber auch sexy. Ja, wahrscheinlich spricht der Hochdeutsch. Wahrscheinlich spricht das Fließen, da hat es aber gelassen. Kannst du denn Hessisch? Ah ja, so ein bisschen Babbele, das kann man schon mitnehmen, aber nicht so furchtbar viel. Aber du kannst es? Das ist ja super. Ich bin hier 8 Jahre lang mit dem Bus immer durch Wiesbaden gefahren. Ja, da kriegt man so ein bisschen mit. Das beste Hessisch rede ja die Busfahrer, ja, in Wiesbaden. Wieso bist du mit dem Bus gefahren? Ja, zur Schule. Die war halt nicht um die Ecke. Red doch mal ein bisschen Hessisch, das ist doch schön. Hier ist, es kommt eine private Frage. Okay. Welche Hobbys hast du? Ich fahre gern Rennrad. Wobei ich das nicht ganz so viel schaffe, habe ich früher ein bisschen mehr gemacht. Aber das ist wirklich tatsächlich so ein Hobby. Ich habe vor 2 Jahren wieder angefangen, ein bisschen Hockey zu spielen. Ich habe als Kind sehr viel Hockey gespielt. Rollhockey oder was? Nee, Feldhockey. Ja. Oder echt in der Mannschaft? Ja. Als Jugendlicher habe ich quasi im Club gelebt. Da. Und dann meine Kinder haben das hier angefangen und dann stand ich in meinem Spielfeld dran mit anderen Eltern und da gibt es so eine alte Herrenmannschaft, nenne ich es mal. Und da habe ich jetzt angefangen, so ein bisschen zu daddeln. Das mache ich, wenn es möglich ist. Aber das Blöde ist, ich fahre ja jede zweite Woche aus. Weil ich ja jede zweite Woche Sendung habe. Montag. Aber du musst erst abends da sein. Nee, mein Tag beginnt so gegen 11:30 Uhr vormittags. Was?
Naja, ich muss ja den ganzen Tag in Konferenzen, müssen wir die Sendung ja irgendwie konzipieren und ich muss dann auch das schreiben und erstmal durchsteigen, was wir da verkaufen wollen am Ach Abend. so, Und ich dachte, du fängst abends an. So, ich dachte, so um 18 Uhr gehst du, schlenderst du mal rüber in die Redaktion. nee, wir machen ja oft auch zum Beispiel Interviews, aufgezeichnete Interviews, also Gespräche müssen wir ja oft auch, und dann ist das oft schon um 18:30 Uhr oder 19 Uhr, je nachdem, wie Politiker oder wen auch immer wir sprechen wollen, auch Zeit haben, weil die oft dann enge getaktete Termine haben. Nee, der Tag beginnt schon dann mit der ersten Konferenz um 14:45 Uhr. Also bin ich meistens so auf Betriebstemperatur spätestens um 11:30 Uhr oder davor schon ein bisschen Da spielst du kein eingespielt. Hockey mehr Nee, vorher. aber das ist ja meistens eben abends. Du brauchst ja, und das ist das, was mich dann zum Rennradfahren gebracht hat, weil beim Hockeyspielen oder auch Tennis brauchst du ja immer einen Partner. Und Rennradfahren kann ich machen, was ich, wann ich will, ne? Vormittags noch oder wie es halt passt. Und was noch hinzugekommen ist, aber was ich auch sehr gerne mache, weil es auch so ein toller Ausgleich ist und immer so ein Laufen in der Natur für mich. Ich spiele auch ganz gerne Golf. Golf. Ja, das ist so meine Meditation. Das muss ja, der Herr Karl sagt ja immer, Uli, wir sollten mal golfen gehen, ja, weil ich ja so gern spazieren gehe. Naja, also es gibt, die Amerikaner sagen, oder vielleicht sind es auch die Schotten, die es erfunden haben, Golf is a walk in the park with a stick and a purpose. Also im Prinzip ist es tatsächlich ein Spaziergang mit etwas zu tun dabei. Ja, ich meine, man könnte sich auch einen Hund anschaffen, hätten wir auch was zu tun, aber das ist natürlich richtig, weil ich werde das mal ausprobieren. Wir haben ja hier, da gibt es so ein Golfding, ich habe da meine Kinder hingeschickt, ja. Die waren aber eher vom Survival-Camp überzeugt. Ja, ich Also, betreibe das ja auch nicht sportlich. Ich habe noch nie ein Turnier groß gespielt oder will da nicht, sondern mir geht es quasi so ein bisschen dieses, man muss sich ja so darauf konzentrieren, dass man alles andere sehr leicht wegschalten kann. Beim Rennradfahren ist es oft so, dass ich hier durchs alte Land in Hamburg kann man wunderbar geradeaus ins Rollen kommen und dann merkt man, weil das Treten so automatisch ist, ne? Da braucht man sich nicht groß aufs Treten konzentrieren, dass dann die Gedanken doch so ein bisschen kreisen und so ein bisschen, na klar, man kann sich auspowern, das ist auch das Tolle daran und ins Schwitzen kommen. Das passiert beim Golfen nicht ganz so. Aber dieses Konzentrieren auf die Sache, ich das habe einen Vorschlag. tatsächlich. Golfst du denn alleine oder geht deine Frau mitgolfen? Die geht auch manchmal mit, ja. Also in den USA ist Golf ja ein Volkssport. Da spielt das ja auch fast Ja, jeder das jeden spielt Tag jeder. Das ist ja draußen. hier gar nicht so. Ja, Weil ich jeder. überlege, weil was ich ja toll finde, wenn man als Paar auch etwas zusammen, also so eine Sport, Ja. weißt, beim Rennrad kannst du dich ja nicht unterhalten. Nicht wirklich, genau, Da ja. fährst du ja kopfüber. Und da fange ich ja schon wieder an mit den Ängsten, wenn du da stürzt mit dem Rennrad. Das sind so dünne Ja. Reifen. Ja, mich hat es auch schon das ein oder andere Mal zerlegt, ja. Naja, also insofern muss man so ein bisschen mehr aufpassen. Da muss man sich schon auch konzentrieren. Finde Aber ich auch, finde ich auch. Sag ja. mal, aber was mich noch eine Sache zu der Arbeit interessiert mich noch, kriegt ihr denn jeden, also wenn ihr zum Beispiel anruft und sagt, Grüß Gott, wir sind die Tagesthemen, wir hätten Sie gerne heute für ein Interview, müssen die das machen? Na, müssen sie gar nichts. Aber es ist immer so ein bisschen so ein Spiel. Also es gibt viele Politiker, die wir häufig anfragen und manche kommen, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich das letzte Mal Horst Seehofer zum Beispiel im Interview hatte. Keine Ahnung. Entweder vielleicht ist es auch manchmal eine Abwägung, haben die was zu gewinnen oder zu verlieren. Ne? Wenn sie merken, oh, da kann ich, ne, bei einer bestimmten Geschichte, die ist so blöd gelaufen, vielleicht will ich mich da gar nicht zu äußern, was ich immer schade finde. Denn gerade Minister oder gewählte Persönlichkeiten, selbst wenn wenn was schiefgelaufen ist, finde ich, haben sie zumindest einen gewissen, oder haben wir den Anspruch, sie auch dazu haben, aber zumindest haben sie eine gewisse Verpflichtung, finde ich, zu bestimmten Dingen Rede und Antwort zu stehen. Aber das ist dann oft, da stecken wir nicht drin. Also wir können die Leute ja nicht zwingen und manchmal ist es auch Ich für mich dachte, nicht. das ist so. Ich dachte, die müssen kommen. Nein, das ist die. Manchmal mal kommen sie, mal gehen sie dann noch zum ZDF und nicht zu uns oder umgekehrt. Also. Das geht ja gar nicht. Hör mal. Also, das. Übrigens, entschuldige, wir müssen das ganz Dringendes machen, weil es wird hier schon ermahnt von außen. Ja? Okay. Wir müssen ein Foto machen. Ach so, ja, das habe ich vorhin, als du es mir erklärt hast, schon nicht kapiert, aber wenn du Also, dann pass so auf, glatt ich mache dann. jetzt, da du ja kurze Haare hast, mache ich meine kurz weg. Ja? Okay. Dass du meine roten Ohren siehst, ich habe immer noch so rote Ohren. Guck mal, ich mache jetzt so. Okay. Und du musst jetzt probieren, warte, das ist nicht ganz so einfach. Moment. Ach so, ja, so. Aber wir brauchen deine Nasenspitze. Ah ja. So, macht ihr mal ein Foto, ihr Lieben. Guck mal.
hier aus. Ich mache jetzt mal die Haare so. Oh Gott, warte, ich muss mich mal ein bisschen kleiner auf dem Klo hier machen. Warte, nochmal. Du musst ein bisschen mehr nach vorne kommen, Ingo, weil ich meine, ich kann nicht so zurück. Schaut mal. Wir sehen ja aus, du. Hä? Warte, nochmal. Komm nochmal. Also ich sehe deinen Augenring unten weg. Fotos machen. Ja, sehr schön. Und nach der Sendung bin ich total bescheuert. Aber ich habe jetzt 100 solcher Fotos und ich glaube, dass ich irgendwann dir eins schicke, die ausdrucke, dich unterschreiben lasse, ich unterschreibe und ich glaube, ich mache irgendwann mal eine Ausstellung, weil das ja ist eigentlich ganz toll. Total. Ja, oder man macht so ein Raten, wer kann das sein? Ne? Ja, genau, so verschiedene. Weißt du, wo du so eine Ausstellung hast und dann musst du so drunter. Und bearbeiten die Leute das dann? Weil ich meine, ich habe ja, der Weißabgleich ist ja ein anderer. Ne? Du hast eine sehr schöne. Ich habe Regenlicht. Ich könnte natürlich auch, guck mal, wir könnten natürlich auch, pass auf, ich könnte natürlich auch mich kälter machen. Ah. Weißt du? Guck mal. Nee, es geht nicht. Ich glaube, ich bin vom Ton her rosiger als du. Ja. Vielleicht, ich bin so ein bisschen, aber ich habe ja auch so ein komisches Kunst. Du hast so ein ganz schönes Licht gesetzt, möchte ich sagen. Ja, ja, unsere Studientechniker würden sich, also die beschweren sich wahrscheinlich. Musst ja du eigentlich Anzüge tragen in der Tagesthemen? Schon, ne? Ja, also was heißt muss? Ich glaube, ich weiß nicht, es steht, glaube ich, in keinem Vertrag, aber es ist so ein bisschen, das ist, Klamotte ist nicht unwichtig. Also das klingt immer so oberflächlich, weil die Nachricht ja im Mittelpunkt steht und der Star ist in gewisser Weise. Aber Klamotte ist insofern wichtig, dass ihr, die Zuschauerinnen und Zuschauer, sofort einen Haken dran macht. Also ihr schaltet die Sendung ein, ihr seht, das ist das Blau, das ist die Tagesschau oder die Tagesthemen. Und ihr dürft euch eigentlich gar nicht groß aufhalten, was hat denn der heute an oder was hat die heute an und das steht ihr aber gar nicht gut oder diese Krawatte, was hat er sich dabei gedacht, sondern es muss irgendwie, muss gut aussehen, aber im Sinne von nicht so, wow, heute schick, sondern muss quasi ausgeblendet werden können, damit man sich dann darauf einlässt. Gerade beim Fernsehjournalismus ist da ja sehr viel, was die Stimme, aber auch wie es aussieht, eine Rolle spielt. Es gibt so Untersuchungen, wo eben wirklich nur ein kleiner Prozentsatz von dem, was wir senden, auch wirklich an Inhalt ankommt. Der Rest ist, oh, heute hat er irgendwie die Haare aber anders oder keine Ahnung, ja, sieht müde aus oder so. Und das beschäftigt uns, weil wir ja als Menschen darauf reagieren, wie andere Menschen aussehen oder uns, was sie uns so rüberspielen. Aber dich zieht jemand an. Du ziehst dich nicht alleine an. Doch, ich ziehe mich schon alleine an. Also ich habe so eine, wir haben beide, Karin und ich, so ein kleines Kabuff, wo unsere Anzüge bzw. Sachen hängen. Und dann gehe ich da rein und gucke, ja, also wie wäre es denn mit heute dem Anzug? Den mache ich schon immer gerne, den mit der Krawatte. Und dann gucke ich je nachdem, vielleicht auch, was ist die Nachrichtenlage? Und was, worauf habe ich Lust? Also ich habe so, ich sag mal, 8 Anzüge und die rotiere ich durch. Meine Theorie ist, ich könnte einen einzigen Anzug das ganze Jahr lang anhaben und nur die Krawatten durchwechseln. Das würde keinem auffallen, weil das bei den Männern einfacher ist, ne, als bei den Frauen, wenn die jedes Mal. Also mir fällt jedes Mal die Dame auf, die das Wetter macht. Ja. Die polarisiert mit den Klamotten. Die finde ich lustig. Ich finde die super. Denke, was hat sie heute an? Ja, das koordinieren wir nicht. Es gab mal den Fall, wo neulich, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendein Politiker hatte ich, der hatte lustigerweise fast dieselbe Krawatte an. Aber es ist natürlich reiner Zufall. Ja? Also das, und dann sah das aber irgendwie so lustig aus, weil wir beide eben so aussehen. Nee, das ist schon, und ich glaube, Krawatte, ach, ich habe auch schon mal ein paar Mal ohne Krawatte moderiert, aber ich, ja, ich glaube, es ist einfach, wird so in gewisser Weise, und ich habe damit auch kein Problem. Ich trage ehrlich gesagt ganz gern Anzug auch. Weil man das sonst steht dir auch. Du hast auch eine Anzugfigur. Vielen Dank, danke. Doch. 52, ja, oder? Nee, ich bin ja bei den langen Größen. Ich bin nicht bei den 50ern, sondern ich bin bei 98. Ah, auch weil du so, bist du so groß? 1,95. Entschuldigung, ich habe doch neben dir gestanden. Ja, du hattest eine innere Größe zum einen und zum anderen Stöckelschuhe wahrscheinlich. Nein, ich hatte Turnschuhe an, aber ich kam mir, wahrscheinlich macht das meine Breite, die dann in dem Vergleich mit deiner Größe, kannst du dich noch wir an... Wir saßen doch auch die ganze Zeit. Ja, wir saßen und kannst du dich noch an diese Freiheitsstatue-Frage erinnern? Ich überlege die ganze... Das ist echt, es ist mein Trauma. Es ist das Trauma. Was war toll? Die Flagge, die, pass auf,
dieses Ding, was sie in der Hand hat, die Sandalen, was waren das? Vierte, was war das? Das war schrecklich, das war so peinlich. Die Sandalen, die Krone, die Fackelflamme und die Inschrift im Buch. Und wir haben uns für die Inschrift im Buch entschieden, weil wir dachten, die Fackelflamme ist zu simpel, das kann, ist zu naheliegend, das kann nicht sein. Ja, und dann war es natürlich die Fackel. Und deswegen, wenn ich die jetzt sehe, die Freiheitsstatue, sage, wie konnten wir das? Aber das war, naja. Es ist das Naheliegendste, was oft nicht geht, sage ich dir. Ja, ja, ja. Oha, war das die Spülung? Jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es ach und eingemacht. Lieber Ingo, es gibt seit Januar eine Neuerung. Es gibt 7 Fragen aus 77 oder 6 Fragen aus 77 und eine von der Intimliste 1 bis 16. Ich frage immer, ob mein Gast, meine Gästin auch diese intime Frage machen wird. Ich werde dich das nicht fragen. Ihr da draußen hört zu. Ich möchte selber nicht, dass er eine intime Frage beantwortet, weil ich möchte ihn ja abends bei den Tagesthemen sehen. Und deshalb, es tut mir leid, auch wenn du wahrscheinlich alles gern beantwortet hättest, darfst du nur die 7 aus 77 machen? Selbstredend. Sag mir bitte eine Nummer und ich nenne dir die Frage. Die 14. Was glaubst du, welche Eigenschaft, ich glaube, die Frage war noch nie. Was glaubst du, welche Eigenschaft haben wir beide gemeinsam? Ein positiver Ausblick auf die Welt zu haben. Ja, das glaube ich stimmt. Das könntest du auch sonst... Also, zumindest alles so ein bisschen mit einem gewissen Grain of Salt, wie die Amis sagen. Also eine gewisse, nicht immer nur das, zuversichtlich bleiben in gewisser Weise und nicht alles so ernst zu nehmen, vor allem nicht sich selbst. Das ist obwohl ich nicht weiß, wenn ich deinen Job machen würde, ob ich so positiv noch wäre. Ich finde das ganz bemerkenswert, dass du dir das probierst zu erhalten, weil es ist schon... Ja, klar. Und es gibt Tage, wo du denkst, boah, heute war wieder also wirklich Mord und Totschlag. Und ja. Aber das gehört natürlich auch zum Beruf dazu, zur Professionalität, weil es eben nicht darum geht, wie ich mich fühle, sondern die Nachricht, ne, muss irgendwie, oder das, was die Leute, die müssen die Zuschauer ja annehmen und gucken. Aber manchmal fällt es schwer, manchmal leichter, aber grundsätzlich vom Naturell her. Bist du auch positiv, ich auch. Ja, versuche ich zumindest immer auch in der Krise eine Herausforderung, eine Chance zu sehen oder was irgendwie das Beste draus zu machen. Oder zumindest nicht immer denken, es ist der Weltuntergang, wenn etwas schief läuft. Das finde ich sehr schön, das finde ich auch. Übrigens, da ärgern sich gerade ein paar, dass ich nicht die intime Frage stellen werde. Nein, 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 ihr Lieben, wir müssen uns Träume bewahren. Und Herr Zamperoni ist mein Traum für den Abend, denn da möchte ich keine intimen Fragen haben. Nächste Frage bitte. 21. Gut, die ist öfter gefallen, die interessiert mich bei dir aber schon. Sterne-Restaurant oder Pommes Rot-Weiß? Pommes Rot-Weiß. Ja, ich auch. Oh, kennst du den Lukulus auf der Reeperbahn? Ja, ja. Aber lecker, das Team. Mal, ja, in Eppendorf gab es sogar mal ein Curry-Wurstbude, die in Gib Mio oder so war. Also so, das war dann, es darf auch nicht zu Shishi sein. Aber ich finde... Isst du auch die Schinkenwurst manchmal in Hamburg? Oh, du musst, wenn du zur Currybude gehst, auf der Mönckebergstraße oder Jungfernstieg oder so, da musst du die Currywurst, du musst die Schinkenwurst als Currywurst bestellen. Ah, okay. Ach, Stinkewurst. Nicht Stinkewurst, Schinkenwurst. Ja, okay. Ja, ja, ja. Doch. Das haben wir auch schon mal gegessen. Ja. So, nächste Nummer bitte. Mhm. 50 in der Mitte. Wenn du eine Blume wärst, war auch noch nie die Frage, welche Blume wärst du? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die mal aufgeschrieben habe. Wow. Du musst aber auch Florist sein im ersten Leben. Ich glaube, ich wäre eine Sonnenblume. Eine Sonnenblume? Mhm. Sehr gut. Das lassen wir so stehen. Nächste Frage. 74. Mit welchen Charaktereigenschaften würdest du dich beschreiben? Gewisserweise eine gewisse Hartnäckigkeit,
vielleicht könnte man es auch, wenn es kippt, pedantisch nennen, aber im Sinne von, dass ich nicht sofort bei etwas aufgebe und auch mal Sachen versuche, dran zu bleiben. Also nicht mich versteife auf etwas, aber zumindest, und ich glaube, das ist für einen Journalisten auch eine Eigenschaft, nicht immer gleich zu sagen, na gut, dann halt nicht, sondern mal gucken, okay, vielleicht kriegen wir etwas anderes. Also das ist, glaube ich, eine Eigenschaft. Und dann wieder das, was wir vorhin eigentlich hatten, so ein bisschen in einer gewissen Weise eine gewisse, es gibt diesen schönen Begriff aus dem Kölschen, ne? Man muss gönnen können, ne? auch gönnen können und sagen, okay, wenn ein anderer was besser macht, das zu akzeptieren und zu respektieren und deswegen auch nicht zu verbissen zu sein. Wobei ich auch durchaus ehrgeizig bin. Das ist nicht so, dass ich glaube... Ja, bist du? Ja, ich glaube nicht, dass das eine schlechte Eigenschaft an sich ist. Wird ja in Deutschland immer so ein bisschen, wenn einer ehrgeizig ist, dann ist er so, beißt der andere weg. Also ich glaube, klar, so einen gesunden Ehrgeiz habe ich schon auch das Beste mal abzuliefern, wenn es geht. Ne? Also dann, schau, die Leute haben gerade Sonnenblumen geschickt als Emoji. Oh, das finde ich gerade ganz schön. Ja, super. Ja, das finde ich auch Ehrgeiz. Ne? Einen gewissen. Und eine gewisse, ich finde Großzügigkeit eine tolle Eigenschaft. Versuche bei das Menschen, kommt aber vom Italienischen. Ja, das kann sein. Ja, vielleicht. Aber das, glaube ich, kommt daher. Komm. Nicht, dass ich das immer selber erreiche, aber ich versuche, das möglichst oft umzusetzen. Ja. Aber es stimmt, das ist Italienisch, ist ja auch sehr einladend. Und total, und kommt an den Klischee Tisch bisschen, und so. Ja. Ja, aber grundsätzlich, genau, ein offenes Haus, wenn einer spontan kommt, kein Thema, dann wird ein Tisch mehr gedeckt, ein Teller mehr gedeckt, solche Dinge. Das ist auch heute noch so, oder? Ja, die Sonnenblume. Ich find das so schön, dass sie Sonnenblume schickt. Ich muss es wirklich sagen. Ich soll dich kurz fragen, welches Sternzeichen du bist. Stier. Hör mal. Deshalb passen die auch so gut zusammen. Ich bin ja Löwe. Ne? Das ist ja ein Feuerzeichen. Okay. Aber hat nicht mehr als das Sternzeichen, irgendwann habe ich mal gehört, dass der Aszendent noch mehr eine Rolle spielt? Weißt du, was du bist im Aszendenten? Nein, eben nicht. Ich habe da keine Ahnung. Was du hast keine Ahnung? Ein Aszendent, keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht mehr so richtig, was ein Aszendent ist. Also. Ich auch nicht, aber man tut ja immer so, du weißt nicht, was ich bin Aszendent Schütze. Ja, keine Ahnung, ich bin Stier, ja, ich habe immer. Aber sehr schön. Ja. Ja. Guido Maria Kretschmer, bist du wirklich da? Der Guido ist da. Na, das von dem brauche ich dann mal Fashion Advice für meine nächste Krawatte. Ja, genau. Sag mal, nächste Frage bitte. Nee, ich wollte sagen, ich bin Stier und habe am 3. Mai Geburtstag, was ja zufälligerweise Tag der Pressefreiheit ist. Ach Quatsch. Mhm. Ja, und bin Journalist geworden. Und mein Bruder hat am 8. März Geburtstag, dem Internationalen Frauentag, und ist Gynäkologe. Genau. Das habe ich gegoogelt. Das finde ich mega. Ich liebe Gynäkologen. Du, also, wenn du mal in Wiesbaden bist, das nächste Mal. Also wenn der ein guter Gynäkologe ist, also, es ist der Beste wahrscheinlich, oder? Also wenn man nach seinen Patientinnen geht, dann ist es der Beste überhaupt. Weil, also einen guten Gynäkologe, also entschuldige, dass wir jetzt auf das Frauenthema kommen, wir müssen auch mal ein Freundinnengespräch führen, wir beide. Genau, wo wir schon die intimen Fragen übersprungen haben. Ja, aber ein Gynäkologe ist wirklich, also da musst du wirklich an jemanden geraten, der auch vertrauen kann und der auch. Ich hatte so einen tollen in Österreich, bei meinem zweiten Kind und da haben die mich in Deutschland so jeck gemacht, dass da was wäre, weil irgend so ein Computer wäre. Und dann hat er gesagt, Quatsch, ich sehe das im Ultraschall. Der war so, weißt du, ich gucke mir das jetzt an, da ist alles gut, das Kind ist gesund. Und es war so, weißt du, und dann habe ich gesagt, die anderen sagen, ich muss stechen und sagt er, ich sehe das im Ultraschall. Weißt du, so jemand, der so... Ja. Ja, also dann, mein Bruder ist super. Heiko ist, der ist großartig, glaube ich. Und ich glaube, weil er sich auch sehr, sehr so konzentriert auch auf die Patientin jeweils. Also und sehr, wenn man eine Frage hat, dann also da musst du mir die Adresse geben. Jetzt gehen alle zu Heiko. Pass mal auf, die fahren jetzt immer alle zu Heiko. Der hat am Morgen, ist da eine Armada an Frauen. Ja, also ich war noch nie in Behandlung bei ihm, aber was ich höre, kann ich nur empfehlen. Stimmt, hast ja gar nichts mit dem zu tun. Er hat ja einmal Grippe geimpft. Der hat dich Grippe geimpft? Na, also er hatte Grippeimpfungen für seine Patientin da und ich war zu Besuch und hat gesagt, hier, zack, der Herbst. So, das hat übrigens mein Kinderarzt bei uns gemacht, weil der gesagt hat, letztes Jahr, jetzt wird Grippe geimpft. Weißt du, da gab es noch keine Impfung für Corona. Der hat gesagt, bitte Grippe impfen dieses Jahr, damit das und so. Das war ganz lustig.
Ja? Ja, auf jeden Fall, ja. Nächste Frage, bitte. 99. Nee, 99 gibt's doch gar nicht. Geht doch nur bis 7. Geht doch nur bis 7. Aber ich noch so. Okay, also, ich vergaß. Ich dachte irgendwie 100. Nee, 7. Okay, dann 19. 19? Mhm, 1,9. Guido, warte mal ganz kurz. Es ist sehr unhöflich, Ingo, aber Guido, pass auf, Schatz, wenn du wirklich da bist, dann holen wir dich gleich ganz kurz rein, weil die Frauen drehen hier am Rad, sage ich dir. Wir haben den Ingo da und jetzt auch noch du im Chat, die drehen alle, ich auch übrigens, alle drehen durch. 19. 19. Was ist immer, die Frage fände ich ja interessant, was ist immer in deinem Kühlschrank? Also neben einer Flasche Bier vermutlich. Ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Nee, Gurken. Also, Gewürzgurken. Du hast gar nichts drin, das nein. Gesalzene Butter und Gewürzgurken. Gesalzene Butter? Ja. Ja, Salz, also französische Meersalzbutter. Oh. Ja. Ich sag dir, so ein Salzbutterbrot. Und dann brauchst du aber so ein richtig gutes Brot dazu, oder? Ja, am besten selbstgebackenes. Das macht meine Frau. Backst du das Brot? Nein, ich nicht, aber meine Frau backt fast täglich so ein Laib Brot. Also nein. Zweimal die Woche, ja, zwei, dreimal. Und was für eins mit Sauerteig? Das hatten wir mal versucht eine Weile, aber das ist ja, ach, bist du dann wieder so ein Teil davon und dann und im Kühlschrank und dann übers Wochenende. Also schmeckt toll, ja, wenn es klappt, aber ist zu aufwendig. Nee, die hat da von einer dänischen Freundin so ein relativ gutes Rezept und zack. Das ist super. Und wenn das aus dem Ofen kommt mit Salzbutter und einer Gewürzgurke, dann brauchst du eigentlich nicht mehr. Gewürzgurke? Ich habe noch nie ein Salzbutterbrot mit einer Gewürzgurke. Das kommt durch deinen Bruder Heiko, weil der schwangere Frau betreut und dir irgendwann genau. Gesagt, ja, Nutella. Also, ich meine, Italiens größtes, darf man die als Schleichwerbung machen? Weiß gar nicht. Italiens größtes Geschenk an die Menschheit ist natürlich Nutella, ja. Und das kann man natürlich dann auch, wenn man dann. Ich habe mich heute wieder über Nutella aufgeregt. Hier gibt es so einen Crepe-Stand. Ja. Und der Nutella-Crepe kostet mehr als der Apfelmus-Crepe. Was aber nicht stimmt, weil ein gutes Glas Apfelmus kostet mehr als ein gutes Glas Nutella. Ja, das stimmt. Und ich verstehe, isst du Nutella? Ich verstehe den Heikler nicht, ich mache ja kein Nutella. Ah, genau. Du isst Nutella. Ja, du isst Nutella. Ja, ja. Ich hänge harder so ein bisschen mit dem Palmöl noch, aber. Ja, das ist nicht wegen dem Palmöl. Ich meine einfach, es gibt einfach. Die Nutella-Freunde und es gibt die nicht. Wir hatten mal einen Sohn zu Besuch, der war damals 5, einen Bekannten. Und der war Nutella-süchtig. Also nicht Nutella, sondern Schokolade. Und dadurch, dass die Mutter gesagt hat, ach, so ein Schokoladenfrühstück, ne? So das, habe ich gesagt, du kannst doch nicht Schokolade zum Frühstück, das ist doch Nutella. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Weißt du? Ja, und der war wirklich auf Entzug. Ja, ich bin auch ziemlicher Schokoholic. Also ich esse sehr gerne Schokolade. Ich bin auch geprägt von meiner Omi, meiner deutschen Oma. Die hat mir als Snack, wenn ich als Kind da war, hat die mir so 2 Scheiben weißes Toastbrot. Ja, das ist ja so schön viereckig. Und was ist genauso groß wie 2 Scheiben weißes Toastbrot, ungetoastet? Eine Tafel Rittersport. So, und das da ist... Quatsch! Nein, das hat die nicht gemacht. Die hat nicht Rittersport in die Toaste gelegt. Ja, kein Wunder, dass ich meine Omi geliebt habe wie nix. Also dann hat die das noch getoastet auch? Nee, das wäre ja dann geschmolzen. Das war ja dann dieses komische... Wirklich weißes und getoastetes Brot? Nein, also hör auf. Ja, also ernährungstechnisch ist es extrem weit vorne. Es kommt wieder, bestimmt. Es wird irgendwann entdeckt. Das habe ich noch nie, das muss man mal machen. Das habe ich noch nie. Ich kenne nur, kennst du noch die Schokoladenküsse, wenn du die auf ein Brötchen tust? Ja, klar. Kennst du? Oh, ja, auch ganz schlimm. So, nächste Frage, bitte letzte Frage, mein Herz. Herz, entschuldige. Oh Gott. Oh Gott, es ist spät, wir müssen Schluss machen. Ich falle aus der Rolle. Ich falle völlig. Herr Karl, das habe ich nicht so gemeint. Der schaut zu, der denkt, ich spinne. Alles gut. Ja. Du musst noch eine Frage stellen. Ja, in der Frage. Was? Hast du gar nicht gehört, ne? 45 habe ich gesagt. Nee, ich war jetzt rot. 45, pass auf. Oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber wenn du ein Tier wärst, welches möchtest du denn sein?
Oh, doch. Das kann ich sogar gut beantworten, weil ich glaube, ich habe diesen Sommer, als wir bei meinen Schwiegereltern in Wisconsin am See waren und es flog ein Weißkopfseeadler über unsere Köpfe hinweg. Und da dachte ich, boah, so ein majestätisches Tier, so elegant und fliegen können. Also das fände ich irre. Ich wäre gerne, wenn ich ein Tier wäre, ein Adler. Adler, die sind auch so groß, die haben auch so eine Spanne, ne? Ja, also diese Weißkopf, dieses amerikanische Wappentier, ne? Mit diesen weißen Federn. Den meinst du? Also dieses... Also richtig, ziemlich majestätisches Viech. Ja. Hast du ja auch heute so einen leichten weißen Kragen, ne? Ja. Der weiß das gleich, das ist eigentlich beige. Passend als Anso. So, Ingo, es war sehr schön mit dir. Die Leute sagen, ich flirte mit dir, deshalb machen wir jetzt Schluss. Weil es stimmt nicht und mein Mann schaut zu. Ja, und was ist jetzt mit Guido? Ja, was ist mit Guido? Der hat sich, glaube ich, verschreckt. Warte mal, der ist... Guido, was ist mit dir? Pass auf, der lehnt wahrscheinlich ab. Gucken wir mal. Guck mal, ob der sich... Es ist 23.11 Uhr. Er ist wahrscheinlich im Nachtgewand. Es könnte auch sein. Guido, der Ingo und ich fragen nach dir. Na dann, das nächste Mal. Ja, oder lass mal einmal gucken. Nee. Frag ihn noch einmal an. Aber die Frau Uli ist so aufgeregt. Ich habe gar keine roten Ohren mehr. Schaut, die haben sich beruhigt. Nein, es war... Also er nimmt nicht an. Guido, ich verstehe das. Es war total schön. Es war eine große Freude, dass du da warst. Ich danke dir sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Wenn ich in Hamburg bin, gehen wir eine Currywurst essen, die wir immer gerne essen. Ne? Ja, Essen ist total toll, finde ich auch. Also, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für den sehr launigen und amüsanten Abend. Und das nächste Mal, guck mal, jetzt hat sich hier sogar auch meine Lampe verabschiedet. Wann sehen wir uns denn morgen? Morgen Abend wieder, im Ersten, die Tagesthemen um 22.15 Uhr. Du kannst ja einmal so einen heimlichen Zwinkerer machen oder irgendwas, damit wir, die heute geschaut haben, wissen, dass wir dich gesehen haben. Das könnte man denn dann machen, mache ich nicht Verabschiedung. In der Verabschiedung, wenn die Kamera zurückfährt, klopfe ich einmal auf den Tisch. Ja, machst du das? Mhm. Wir schauen morgen alle die Tagesthemen. Und wer das einmal auf den Tisch. Versprochen? Ja. Super. Hab einen schönen Abend. Danke dir. Alles klar. Danke sehr. Ciao. Tschüss. Ciao. Guten Start in die neue Woche. Danke dir auch. Ciao. Ciao. Habt ihr das gehört? Morgen Abend. Habt ihr das gehört? Es wird auf den Tisch geklopft. Ich bin ja ganz im Glück. Da schauen wir alle zu und wenn auf den Tisch geklopft worden ist, dann schreiben wir uns, oder? Das machen wir. Das ist ja lustig, ne? Das ist... Guten Abend, Herr Seehofer. Nicht Guido Maria. Da zählen wir morgen drauf. Oder? Einmal auf den Tisch. Das finde ich schon was Besonderes. Wobei ich Zwinkern schon auch sehr sympathisch gefunden hätte. Ja, aber Zwinkern ist vielleicht, das ist komisch. Das kann man nicht machen. Das verstehen ja die anderen nicht, wenn du plötzlich zwinkerst. Aber ich verspreche dir, ich sitze morgen Abend und ich werde das fotografieren und dann werde ich sagen... Das werden wir abfilmen, hallo? Das werden wir abfilmen, oder? Da war sowas von. Das machen wir. Ja. Schickst du mir das dann? Ja. Du siehst heute auch wahnsinnig fesch und aufgeräumt aus, muss ich sagen, Ferdinand. Vielen Dank. Du hast dich, der Höhe des Tages hast du dich hübsch gemacht. Ich hab mich zum Höhepunkt des Tages einfach ein bisschen hübsch gemacht und nochmal die Haare geschnitten und hier nochmal rausgeputzt. Ich habe heute eine andere Brille auf, fällt mir gerade auf. Die steht dir auch wahnsinnig gut, Ferdinand. Die steht dir wahnsinnig gut. Danke. Ich bin jetzt ein bisschen, aber ich habe nicht geflirtet, oder? Ich nehme dich sofort raus, wenn du sagst, ich hätte geflirtet. Ich habe gar nicht, ich habe einfach nur ein nettes Gespräch. Nein, geführt. Ich finde auch. Also ich finde wirklich, das war sehr erfrischt und du hast rote Backen und das gefällt mir. Also es war ein erheiterndes, schönes Gespräch. Und du siehst wirklich fantastisch aus, Elena. Und ich möchte zur Feier des Tages heute noch mit dir so ein Foto machen. Können wir ein Foto machen, Ferdinand? Und dann muss ich ins Bett. Aber ich mache es ohne Brille, oder? Weil es sieht komisch aus, wenn ich die Brille... Ja, mach mal die Brille ab.
ich sehe nichts. Habe ich mit zwei Männern ein Foto heute. Warte. Du musst ein bisschen hochkommen. Ferdinand, sagst du mir kurz, wenn du eine Blume wärst, welche du wärst? Gerbera. Gut. Ich wünsche dir eine wahnsinnig schöne Nacht, du Gerbera, du. Ich dir auch. Bis bald. Ciao. Schlaf schön. Danke dir. Ciao, ciao. Gerbera, wie schön. Ihr Lieben, ich danke euch alle für das wahnsinnig schöne Stillörtchen, dass ihr bei mir wart, dass ihr dabei seid, dass ihr immer noch zuschaut. Das ist ganz, ganz toll. Ich danke und Gretel, ich danke Dermalogica, ich danke Hare. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Es war die 101. Sendung. Danke Ingo Zamparoni, danke Ferdinand Seebacher, danke Guido Maria Kretschmer, dass du auch dabei warst. Danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt und Lust habt, freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, wenn es wieder heißt, Ulig stilles Örtchen um 22.15 Uhr. Und jetzt. Und morgen Abend wird auf den Tisch geklopft. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulig stillen Örtchen.